Hallo und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Cooking Simulator, dem Kochsimulator. Ne, mit dem Chefkoch Homer wieder am Start. Hallöchen. Ja, wir haben den Gaumen des Restaurantkritikers beim letzten Mal, sagen wir mal weiter, haben wir quasi entzückt und wir haben einen neuen Auftrag und zwar eine gebackene Forelle sollen wir machen. Und das kommt, ich guck mal gerade, wir müssen das einmal kurz sauber machen hier. Und das kommt dann da rein, ne? So, mal kurz gucken hier. Dann schalten wir das mal ein hier. Also erstmal ein bisschen sauber. Mal kurz hier. So. Einmal säubern den ganzen Kram hier. So, schalten wir wieder aus. Und dann machen wir eine gebackene Forelle. Oh, nice. So. Das heißt, wir werden das Ding dahin packen. So, dann werden wir das Teil würzen. Und, Thymian, Dill, okay. Schwarzer Pfeffer. Das heißt, es geht direkt hier weiter. Wir können auch neue Punkte vergeben. 5. So. Dann Thymian. Hat man, glaube ich, auch schon. Und getrockneter Dill, ne? Genau, so. Das haben wir auch soweit fertig. So, und dann noch Dill. Das war auch 5 Gramm. Ach, die Leute, hier wieder Hochzeitsgesellschaft draußen. Ja, das ist nicht mein Fenster, ne? Falls ihr euch das fragt, sondern das ist hier im Spiel. So, auf ein Backblech legen und 60 Sekunden lang backen. Okay, wir haben hier noch das andere Backblech. Das können wir mal hier ablegen, wollte ich eigentlich sagen. So, das müssen wir auch nochmal sauber machen. Dann nehmen wir mal ein neues Backblech. Wir haben kein anderes Backblech. Ach, das war sauber. Naja, dann kann das Ganze da drauf. 90 Sekunden lang. Zitrone schneiden, Petersilie garnieren. Fertig das Ganze. So, 90 Sekunden lang. Das ist immer noch ein bisschen tricky hier. Da muss man immer genau zielen. Gucken wir mal hier. Ja, muss man irgendwie immer... So, schon mal drin. Was war das? Wie viele Sekunden? Wir gucken mal hier. 90 Sekunden lang. Würzen mit Meerrettich getrocknet. Heiß servieren und eine Zitrone. So, 90 Sekunden. Ich würde sagen, stellen wir mal wieder hier eine Timer ein. 1 Minute und 30 Sekunden. Ergibt 90 Sekunden. Logischerweise. So. Dann machen wir das fertig. Dann brauchen wir erstmal eine Zitrone. Zack. Was brauchen wir noch? Wir können auch hier den Bildschirm einschalten. Die in Viertel schneiden. Das kriegen wir, glaube ich, hin. So. Und dann würde ich sagen, auf wie geht's? Wir drehen das mal. Gucken, ob wir das hier... Sieht gut aus. Ach, herrlich, ne? Also mit dem Schneiden, das klappt auch mal besser. Sagen wir, machen das mal hier. Ach, herrlich. So, das haben wir auch. Dann brauchen wir noch wahrscheinlich, ich glaube, Meerrettich. Haben wir das? Meerrettich, Thymian. Ach doch, Meerrettich getrocknet. Und dann eine frische Petersilie. So, und dann haben wir den Auftrag auch schon fertig. Wir können ja mal hier im Laptop gucken. Denn wir können neue Sachen freischalten, neue Rezepte. Der Perk Manager... Wir können auch Sachen dekorieren hier später, ne? Guck mal, wir können später hier noch Sachen einschalten. Fähigkeitsmanager. Stufenaufstieg. So, das haben wir jetzt gerade mal gemacht. Das heißt, wir können hier auf verschiedene Stufen aufsteigen. Ne? Kriegen mehr Verdienst dann dafür. Und auch viele andere Sachen. Ah, guck mal, der Tag ist, glaube ich, bald schon rum hier. So. Da müsste, glaube ich, gleich fertig sein. Noch 30 Sekunden, dann haben wir es fertig. Wir überprüfen das mal eben kurz. Das sieht gut aus. Ja, die Forelle muss noch ein bisschen... Und dann haben wir es gleich. Ja, Rezepte werden wir auf jeden Fall auch nochmal neue freischalten. Wir können ja mal gucken, was schalten wir denn da frei. Ah. Ah ja, okay, gut. Letzte Bestellung für heute des Tages. Das heißt, da haben wir auch Tag 3 abgeschlossen. Rezeptmanager, guck mal, wir können... Ach, guck mal, wir haben 16 Punkte. Wir könnten jetzt hier noch nicht im Besitz... Ach, guck mal hier, was wir noch alles machen können. Ich würde sagen, vielleicht eine Kürbissuppe. Könnten wir noch aufnehmen. Zack. Neue Zutaten sind freigeschaltet. Du findest sie in der Vorratskammer. Okay. Und vielleicht hier so... reichen uns die Punkte nicht. Hier. Deutscher Kartoffelsalat. Ah ja. Nee, da fehlen uns auf jeden Fall die Punkte. Ach guck mal, wir haben hier auch Punkte. Die können wir auch noch verwenden. So, ich gucke jetzt mal hier. Ja, die Uhr läuft unaufhaltsam. So. Das Ding ist gleich fertig. Das heißt, die Forelle, die können wir gleich servieren. Wir holen schon mal einen Teller. Ja, ja, ist ja gut. So, ach, guck mal. Ah, die war ein bisschen zu lang jetzt.
Mist, da habe ich einmal nicht aufgepasst. Warte mal, die Forelle müssen wir nochmal. Das sieht jetzt nicht so toll aus hier auf dem. Ah, Mist. Na komm. So, jetzt müssen wir das noch machen mit Meerrettich würzen. Gramm. Dann einmal hier die Zitronen auf den Teller geben. Herrlich. Nein, so nicht. So. Und dann noch Petersilie. Herrlich. Guckt euch das mal an. Lecker Forelle hier. So, dann machen wir noch fix ein Bild von. So. Ach, guck mal hier. Ach, lecker Forelle, Leute. So, Screen machen. Speichern. So, und dann raus damit. Das war die letzte Bestellung des dritten Tages heute hier. Auch wieder fast volle Punktzahl. Also so langsam, ne, der Chefkoch geht los. Ah, schlechte Schneidetechnik. Da muss ich noch ein bisschen dran basteln. So, der Tag ist vorbei. Das heißt, auch dieser Tag neigt sich dem Ende. Oh, ich muss das mal ausmachen hier. So, und ich weiß gar nicht jetzt. Ah, Reinigungsphase. Okay, das heißt, wir können jetzt alles reinigen. Oder zumindest so tun, als ob. Wir schmeißen das mal hier hin. Können jetzt erstmal wieder alles wegpacken. Ich würde sagen, die Gewürze lassen wir einfach hier stehen, ne? Weil das bietet sich an, dass die hier am besten stehen. Da haben wir sie nämlich direkt griffbereit. Die können wir nochmal so ein bisschen hier so platzieren, dass wir die auch direkt haben. So. Ups. Weil, macht, glaube ich, keinen Sinn hier. Oh, Thymian habe ich, glaube ich, doppelt, ne? Ja, gut. Dann können wir dann einen hier oben mal hinpacken. Oh, wieder immer diese Hochzeitsgesellschaften hier. So, das heißt, das können wir auf jeden Fall auch wieder wegpacken hier. So, die Kiste. Können wir die hier irgendwo hinpacken? Na komm, die lassen wir fallen. Das ist eigentlich auch doof. So, können wir die hier nicht wieder reinpacken? Irgendwie hier so? Nö, irgendwie nicht. Na komm, lassen wir sie fallen. So, ansonsten müssen wir hier noch die Hühnerbouillon wieder in den Kühlschrank packen. Das Platz haben wir, glaube ich, genug. Jetzt gleich können wir die Sachen hier... Passen die hier nicht rein? Das verstehe ich jetzt hier nicht. Nö. Produkt ablegen. Wieso macht denn der das nicht? Das verstehe ich jetzt nicht. 3,9 Grad... Nee, das lässt sich hier nicht ablegen. Naja, gut, schade. Vielleicht die saure Sahne, weil ich glaube, die sollte man nicht hier draußen stehen lassen. Nö, auch nicht. Okay, vielleicht ist das auch noch ein kleiner Fehler. Oh, guck mal hier. Hier haben wir noch den Kram hier. So, dann machen wir erstmal alles sauber. So, machen wir einmal hier. Vielleicht können wir das ja jetzt hier abkippen. So, sauber ist es, würde ich jetzt sagen. Oh, wie sieht denn das hier aus? Was ist denn hier los? Nein, ich hab was angelassen. Ach du heiliger Bimbam, jetzt kann ich noch jemanden anrufen hier, der was repariert. Verdammt. Oh, wir haben noch 16 Sekunden hier. So, das machen wir mal fix fertig hier. So, das wird jetzt repariert. Und dann sind wir auch schon fertig. Ich nie auf dem Boden. Ach, guck mal, wir haben einen Pokal. Hör mal. Hier. Da. Ein Pokal haben wir. So, Tag 3 ist auch abgeschlossen, Leute. Verdammt. So, neuer Tag, neues Glück. Ach, guck mal, neuer Stufenaufstieg. Oh, Stufe 4 ist er schon. Neue Perks verfügbar. Wähle deinen Perk. So, schnell zu Fuß. Ey, das können wir auf jeden Fall machen. Oder eine ruhige Hand. Ah, warte mal. Ich glaube, das ist besser. Auswahl bestätigen. Und wir können hier noch was auswählen. Gerichtsboost. Gäste zahlen 10%. 30, 40 für die Bestellung, ohne die Punktzahl zu beeinflussen. Ah. Günstigere Küchendeko. Erfahrungsboost. Ich bekomme mehr. Gerichteserie. Reihe Gerichte mit 4% aneinander jeweils. Aha. Gucken wir mal hier. Ich würde sagen, hier einen Gerichtsboost nehmen wir. Stufenaufstieg. So. Können wir hier auch noch was machen? Guck mal, wir können hier
Jetzt habe ich keine Punkte mehr. Wähle ein Rezept. Jetzt können wir noch ein neues Rezept wählen. Oh, guck mal hier. Entebouillon und ukrainischer Borsch. Ich würde sagen, ah, Entebouillon, komm. Nehmen wir das hier. Das sieht gut aus. 8 Minuten. So, Entenbrust findest du ab sofort in deiner Vorratskammer. Tag 4 bricht an, Leute. Wir haben Karotten freigeschaltet und so weiter. Ich stelle mir erstmal meinen Pokal hier hin, weil bester Koch E.ON West, da ist er. Ne? Soll doch immer jemand sagen, ich kann nicht kochen, ne? So, da können wir auch mal sauber machen hier. So, alle unsere Gäste bestellen eher ein Tagesgericht, aber wunder dich nicht, wenn sie etwas anderes aus der Speisekarte wählen. Okay, von mir aus. So, gut, dann ist das so. So, das Teil ist auch wieder fertig. Die Pfanne, das können wir hier auch mal wegkippen. Weiß ja nicht, inwieweit das. So. Das haben wir auch fertig. Die Pfanne können wir hier auch wieder platzieren. Packen wir da hin. Und da bin ich gleich mal gespannt, welche Aufträge denn heute auf uns warten. Das Brett ist, glaube ich, auch fertig. Das können wir hier auch einmal drehen. Er ist manchmal noch ein bisschen buggy hier. Was ist denn jetzt hier? Oh. Was ist denn jetzt hier? Was ist denn jetzt los? Hilfe. Oh. Ich glaube, ich muss hier einmal kurz. Ich muss hier einmal kurz hier durchwischen. Ach, Leute, komm, machen wir einen Screen. Geil. Eklar, schon bevor ich koche hier, ey. Das ist ja der Hammer. Immer. So. Ich will mal sehen, wie 700 Milliliter auf so ein kleines Brett kommen hier. Guck mal hier. Das ist ja. So, recht herzlich willkommen zurück zum Putzsimulator. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und mit dabei seid. Im absoluten Küchenchaos hier. Ja, warte mal, wir können das auch eigentlich drehen, ne? Oder? Ja, egal. Können wir das drehen hier? Nee. Egal. So, machen wir erstmal sauber hier. Die Küche sieht aus wie Sau. So. Ich habe noch nicht mal angefangen heute, ne? Am heutigen Tag hier zu kochen, Leute. Also, da sollte man sich Gedanken machen. Ach, guck mal, so geht's besser. Oh. Was ist denn jetzt hier? Da ist noch mehr. So, schön Wischiwaschi machen hier. Und dann werden gleich die ersten Gerichte reintrudeln. Ich bin mal gespannt, was wir heute Leckeres kochen werden für unsere Gäste. Und schauen wir mal. So, ich würde sagen, wir haben wieder alles sauber. Wir haben auch neue Zutaten hier mit dabei, ne? Guck mal. Kürbisse, Karotten, ne? Tolle Sachen haben wir dazu gekriegt. Und. Ja, jetzt haben wir noch die Vorbereitungszeit hier. Das sind noch über eine Minute. So viel Zeit brauche ich gar nicht. Ich kaufe mir, glaube ich, nochmal ein zweites Schneidebrett. Was? So. So, vielleicht nochmal ein zweites Schneidebrett kaufen. Weil, wenn man mal was doppelt vorbereiten muss, ist das, denke ich mal, gar nicht verkehrt. Eine Pfanne. Ja, das reicht. Und ansonsten. Serviere ein Gericht mit einer perfekten Temperaturpunktzahl. Ah ja, das heißt, nehmen wir auch noch so kleine Challenges mit dabei. So, ansonsten mal kurz einen Schluck trinken, bevor es wieder losgeht. So, ich würde sagen, wir können jetzt die Vorbereitungszeit überspringen. Wir haben, glaube ich, alles soweit fertig. Es ist auch nichts kaputt. Dann würde ich sagen, auf geht's. Gucken, wann die erste Bestellung hier reinflattert. Ach, guck mal. Oh, da geht's los. Oh ja, Entenbouillon. Oder Entenbrust hier. Haben direkt ein cooles Gespr Was? Wieso zwei Bestellungen? Was ist denn das hier? Zweimal Entenbouillon. Was denn jetzt los? Wieso zwei? 1300 Milliliter in einem Topf. Da brauchen wir direkt zwei Töpfe. Verdammt. So. Alter. Was sind das jetzt hier? Zwei Gerichte? Das ist doch nichts für mich hier. 1300 war das, ne? So, also einmal. Zack. Nochmal. Nochmal dasselbe hier. Dann machen wir am besten direkt zwei hier. 1300. Ey, da müssen wir direkt zwei Gerichte machen. Ey, verdammt. Und zweimal das gleiche. Ey, das artet ja in Stress aus hier. Verdammte Axt. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. So, was muss da rein? Salzen, 10 Gramm jeweils. Okay, gut, dass ich alles platziert habe. So. So, das auch.
Gut, ich hätte wahrscheinlich auch erst im Eintopf machen können. Ich mache das jetzt einfach mal so. Schwarzer Pfeffer, auch 10 Gramm jeweils. So. Sehr gut. Dann brauchen wir noch Entenbrust. Das kommt da auch rein, komplett. Echt? Okay. Wo haben wir denn Entenbrust hier? Da ist Entenbrust. Oh, nice. So. Zack, einmal. Können wir eigentlich auch alles zusammenkippen, ne? Warte mal. Ach komm, wir machen das separat jetzt hier. Wir machen das pro Gericht, das mit dem gleichzeitig machen. Hier machen wir dann nochmal andermal. So, Entenbrust drin hier, Karotte und Zwiebel. So, warte mal. Jetzt sind 70 Gramm und eine... So, Karotte und eine Zwiebel. So. Und dann 80 Sekunden. Okay. So, die Karotte nehmen wir auf jeden Fall nicht. Die ist auf den Boden gefallen. Und die Zwiebel auch. Und dann 80 Sekunden lang kochen lassen. Okay. Gut. Machen wir das einmal fertig hier. Ansonsten machen wir mal den Kühlschrank zu. So, das schmeißen wir mal weg hier. Weil das können wir definitiv nicht mehr verwenden hier. So, weg damit. Und dann 80 Sekunden. Timer einstellen. So, der läuft. Das heißt, den einen machen wir mal an hier. Mit dem anderen warten wir 10 Sekunden, dass wir ein bisschen Zeit haben, um das wieder rauszuholen. So. Weil damit man nicht alles gleichzeitig macht. Und dann in Scheiben schneiden. Gieße die Flüssigkeit in eine Schüssel. Ah ja. Die Flüssigkeit in eine Schüssel kippen. Wir nehmen mal hier diese Suppenteller. Machen wir mal direkt 2 Stück von. So, ich würde sagen, einmal. Und zweimal. Ah, Mann! Ach, ey, wieder tollen Teller kaputt gemacht. So, 80 Sekunden und dann müssen wir noch, lass mal kurz gucken hier. In die Schüssel hinzufügen, Entenbrust heiß servieren. Ah ja, in 35 Gramm Stücke. Oh, lecker, Ente-Bouillon. So, machen wir nochmal hier so ein Screen von. Lecker Ente, aber ich glaube, ist gleich fertig. Der oder der? Der war eher fertig. So, noch 8 Sekunden. Und dann ist es fertig. So, einmal Entenbouillon. So, das ist auch fertig. Ja, ist doch gut, Mann. Hör auf. Oh, doofe Ding hier. Ja, ist doch gut jetzt hier. So, packen wir mal hin hier. So, das haben wir fertig. Dann nehmen wir jetzt, wie kriegen wir den jetzt raus hier? Warte mal, kriegen wir die mit dem Ding hier? Warte mal. Ach nee, warte, das können wir mit dem Brett machen. Ganz einfach. In 35 Gramm, wie viel ist denn das überhaupt? Entenbrust, 280 Gramm. Mhm. So, wir nehmen das mal hier drauf. So, dann schneiden wir die einmal. Ich würde sagen, machen wir erstmal das eine fertig. So, wir machen hier einmal quer. Oh, herrlich. Guck mal. Ein Prachtkerl dank Schappi hier. Oh, das sieht aber echt gut aus, ne? So. Ich glaube, das können wir auch nochmal hier. Ja. Das sieht gut aus. Dann packen wir das mal weg. Das heißt, das... Wie viel Milliliter? 300 Milliliter Flüssigkeit. Okay. So. Ah, 334, okay. So, da kann schon mal ein Essen gleich mit raus hier. Ah, 17. Das ist ein bisschen zu klein alles, aber okay, gut. So, das Essen geht gleich schon mal raus. Das heißt, die nächste Rutsche kommt auf jeden Fall. So, das heißt, das Essen... Das sieht aber irgendwie komisch aus. Ich würde das nicht essen. Mal gucken hier.
Irgendwas habe ich falsch gemacht. Wahrscheinlich irgendwas vergessen, wa? Gasbeschwerden. Zu viel Pfeffer. Zu viel Salz. Zu viel Karotte. Hä? Okay. Komisch. Habe ich irgendwas falsch gemacht wahrscheinlich, ne? So. Hier auch wieder. Ach, geht schon wieder die nächste Bestellung los hier. Was denn hier los? Warte mal, das können wir schon mal hier hinkippen. Oh, jetzt haben wir 400. So, das heißt, das können wir erstmal wegtun. So, Kartoffeln können wir kochen. Und Lachs brauchen wir auch. Oh, es ist ja richtig stressig hier in der Küche, ey. So. Ah, ein bisschen zu viel Wasser. Das braucht Salz, 5 Gramm. Nee. Hier, 20 Gramm Salz, so. So, dann können wir nämlich schon mal die Kartoffeln fertig machen hier. Das andere Essen machen wir direkt fertig hier. So. Und dran da. So, das schneiden wir mal eben fix. Das sieht aber irgendwie noch nicht gut aus. Ich weiß nicht. Hitzefehler stand da. Machen wir ein bisschen. Das ist noch gar nicht fertig, ey. Irgendwie. Die Entenbrust ist noch gar nicht durch. Oha. Das ist ja Katastrophe grande hier. Und deswegen wahrscheinlich auch der Fehler hier. Hm. Okay, beim nächsten Mal. So, oha. Ah, weg damit. Ja, komm. Ach, herrlich. Ja, auch nicht besser. Aber was habe ich denn hier falsch gemacht? Oder hätte ich die erst schneiden müssen und dann? Hitzetechnik. Hm. Temperatur ist gut, aber... So, jetzt brauchen wir Lachs. Das heißt, das können wir einmal drehen hier. So, frischer Lachs. Und weiter geht's. Fupp. So, was machen die Kartoffeln? Gucken wir da mal. Oh, das sieht gut aus. Salz und Pfeffer, Sonnenblumenöl in eine Pfanne. Wie viel Milliliter? 10. So. Und weiter geht's. 10 Milliliter. Ja, jetzt haben wir 11. Gut, ist aber okay. Salz und Pfeffern. Dann 80 Sekunden. Nein, 6. Ah, Mist. Ah, nicht die optimale. So. 80 Sekunden, ne? Ne, 60. Okay, gut. Dann einmal Timer einstellen. Q, E und an das Ding. So, die Kartoffeln müssten jetzt gleich gut sein. Das sieht gut aus. So. Das können wir wegpacken. Ah, wobei, vielleicht gibt es da nochmal Hühnerbouillon. Müssen wir mal gucken. Das behalten wir mal. So. Kartoffeln sind gut. Das heißt, die können wir schon mal hier hinpacken. Schon mal fix einen Teller holen hier. Nehmen wir den hier. So, die Kartoffeln. Zack, zack. Stellen wir mal hier hin. Dann können wir das schon mal wieder leer machen. Oh Mann, ey. So langsam wird es echt stressig. So. Wobei. Ah, es geht noch. Na gut, na, können wir hier schon mal ein bisschen aufräumen hier. Weil die Scherben müssen ja hier nicht rumliegen. So. Oh. Ja, ist doch gut, Mann. So, Timer einstellen. Nur ein bisschen warten. Und jetzt starten. So, da können wir das jetzt hier auch gleich fertig machen. Ich bin mal gespannt. Müssen wir das noch garnieren? Nö. Das haben wir gleich fertig. Und dann alles auf einen Teller geben. Da bin ich mal gleich mal gespannt, wie das Ganze denn hier wird. Wir können ja nochmal die Scherben aufsammeln in der Zeit. Und dann geht es gleich weiter, ne? Also,
Das Spiel macht echt richtig viel Fun. So ein paar Sachen, ja, finde ich immer noch ein bisschen komisch. Auch jetzt mit der Entenbrust. Vielleicht hätte ich die vorher schneiden sollen, ne? Normalerweise schneidet man die aber erstmal später, ne? Oh, ich habe die falsch gegart oder was weiß ich. Oder whatever. Ihr wisst schon, was ich meine. So, müsste das gleich fertig sein. So, ja. So, Lachs drauf hier. Ausschalten. Ah, guck mal, Hühnerbouillon haben wir noch. Das heißt, ja, ist doch gut jetzt hier. So, ab dafür. So, dadurch, dass wir natürlich hier noch... Ach, guck mal, perfekto. Perfekto grande, Leute. So, das heißt, das war's jetzt erstmal hier wieder hier mit einer weiteren Folge zum dementsprechenden Cooking-Simulator. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da oder auch einen Kommentar, da würde ich mich riesig freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart und ja, ich sag mal, bis dahin. Tschö, tschö, ciao, ciao, bye, bye. Euer Chefkoch, der Homer.